So, herzlich willkommen, meine lieben Terrariaristen. Hier ist der Tim und dies ist die 6. Folge von meinem neuen Lieblingsspiel. Da-da-da! Und weiter geht's. So, da sind wir auch schon. Und ich habe off-camera ein paar Dinge gemacht, nämlich einerseits habe ich, wie ihr hier schon unschwerlich erkennen könnt, die Mauern ein bisschen dicker gemacht und denen so ein bisschen Struktur gegeben, unten und dann den Seiten auch. Ja, nichts Besonderes. Dann habe ich, wie man hier sehen kann, ein bisschen Strip-Mining betrieben. War so semi-erfolgreich. Immerhin konnte ich mir damit genug Platin ererzen, um ein Platinum-Breitschwert zu basteln. Was ich noch gemacht habe, ist, hier auf der rechten Seite habe ich das Gelände so ein bisschen terraformiert, ein bisschen eingeebnet und schön Gras überall hin, damit Pilze wachsen. Die brauchen wir ja für Tränke. Und dann habe ich noch ein Stockwerk addiert. Ich glaube, ein neuer Typ ist auch schon dazugekommen hier, der Billo Mario hier. Wenn du Mario bei Wish bestellst. I know the difference between the turquoise and the blue green, but I want to tell you. Ja. Und dann habe ich noch... Ah ja, die Fackeln hier habe ich auch geändert, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier Dschungelfackeln hin. Die sehen irgendwie ein bisschen cooler aus, im wahrsten Sinne. Und dann habe ich hier noch zum bösen Biom hin eine Art kleine Stadtmauer oder einfach nur Mauer hingebastelt. Die sieht so aus, damit Muschikläuse und so nicht durch können. Hier oben noch schön zinnen. Und ich habe sogar Sterni. Ich habe auch so einen kleinen unterirdischen Durchgang hier, der direkt, ja, in den Keller führt. Keine Ahnung, ob mir das gefällt. Ich lasse es erst einmal. So, und wir? Ah, aha. So, als allererstes verräumen wir den Stern. Wieso verräumt er sich nicht? Wieso verräumt sich der Stern nicht automatisch? Ach so, weil ich ihn in der Hotbar habe. Meine Fresse. Dann, diese Platinumkerzen. War voll die Verschwendung, dass ich die damals gemacht habe, aber Mai. Moment mal kurz. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, ist der lecker. Ah. Es gibt nichts Besseres als frisch gemahlenen Kaffee aus der French Press. Und dann wollte ich noch eine Sache machen. Ich habe nämlich, ja, hier diese Platin-Dinger übrig. Und aus denen kann ich anscheinend was craften. Aber wo? Und zwar hat mir hier der Colin! Schaut's her, wenn ich die da reinlege. Aus Platinum Candle kann ich machen eine Water Candle. Holding this may attract unwanted attention. Crystal Ball. Ach so. Ich dachte, ich brauche dafür nur die hier. Aber ich brauche hier noch mehr, oder was? Crystal Ball und Water. Wieso werden die hier nicht angezeigt? Ist vielleicht eine Art Bug. Ja, jedenfalls. Hey. Hallo. Habe ich. Bin ich dann auch ein bisschen runtergegangen. Da, wo wir damals die Gleise ganz unten gefunden hatten. Einfach nur, um ein bisschen zu schauen, ob ich da noch ein paar Ärzte finde. Ah. Und während ich das gemacht habe, bin ich vorgestoßen in wahrlich mysteriöse Gefilde. Und als ich angefangen habe, dort richtig coolen Stuff zu entdecken, habe ich sofort aufgehört zu spielen. Denn das kann ja nicht sein, dass ich sowas richtig Geiles off-camera erlebe. Deswegen gehen wir jetzt zusammen dahin und erleben den ganzen Shit gemeinschaftlich. Bam! Ich mag diese Musik. Ah, eine Fee. Und ich habe herausgefunden. Hallo. Hallo? Gallius, the traveling merchant has arrived. Ich habe herausgefunden, dass die Feen einen zu einem Schatz führen. Aber die hier verfolgt einfach nur mich. Recht soll es mir sein. Recht. So. Bam, bam. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Wird schon passen. Dieses neue Platinum-Schwert. Fotzt. Oh, da oben haben wir noch
Muss ich das jetzt abbauen, oder was? Euch kann's ja wurscht sein. Für euch schneide ich's ja raus. Aha! Hier hinten wollt ihr uns die liebe Fee hinführen. Jetzt aber zack! Da-da-da! Schauen wir mal, was drin ist. Da-da-da-da! Rash Flipper. Grenzt the ability to swim! Nice. Und Sandkastel Bucket. Shuriken. Silvercoin. Zack. Und Dodge. Sammeln wir hier noch die Fackeln ein, die abgegangen sind. Killen wir hier noch den gelben Wichser. Gleich mal ausprobieren. Ich check noch nicht ganz, wie das mit dem Schwimmen funktioniert. Aber wird schon passen. Hier unten ist noch eine Vase. Rape. Was haben wir hier noch? Oho. Hallo. Da geht's zwar noch hoch, aber... Wir wollten ja eigentlich nach unten und nicht nach oben, nicht wahr? Schaut mal. Die dumme Qualle erstickt. Ich werde ihr den Gnadenstoß versetzen. Aua! Ich will dir doch nur helfen. Dort. Ah. Was war das bitte schön für ein absoluter Bullshit? Okay. Und wo kam diese Boulder überhaupt her? Wie nervig. Da kam die raus. So eine kleine Fotze. Ah, fast hätte ich einen perfekten Abschluss gehabt mit dem Ding. Oh! Hallo, Wurm! Okay, Sackgasse. Dann baue ich hier noch schnell... Dann kenne ich erst noch schnell den Wurm! Und dann gehen wir weiter. Dorthin, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Cobwebs! Und was haben wir hier? Silber! So, hier ist die Stelle, wo wir vorhin verreckelt sind. Und... Das hat mir... Oha! Das habe ich ja völlig vergessen. Ich habe oben gerade 3 Millionen Erze abgebaut. Also nicht, dass ich mich nicht freuen würde über Erze. Das Abbau nervt halt nur. Ich bräuchte irgendwie einen Sklaven, der das für mich macht. Steht sie auf so BDSM-Sachen und so Sklaven und sowas? Schreibt sie unten in die Kommentare. So! Schleimparty! Habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als mich zu stalken? Die kleinen Perverslinge. Tim has defeated the 50 Red Slime. Ich bin halt ein Macher, im Gegensatz zu euch Losern. Ihr schaut mir nur zu. Also. Moment einmal, ich Vollidiot. Mein Tod gerade eben, oder vor kurzem. Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Hat mir gezeigt, dass wir sehr schnell verreckeln können. Deswegen möchte ich mein Geld hier ablegen. Ich bin ja so ein verfickter Fuchs. Und wisst ihr, was wir da noch machen? Hier, ein Quickstack. Nice. Wir haben Red Slime Banner bekommen. Und was bist du? Lead Ore. Blei. Blei sollte es in dieser Welt eigentlich gar nicht geben. Hier ist noch mein altes Tinschwert. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das tun wir jetzt einfach mal da. Nein. So. Langer Rede, kurzer Schwanz. Dann gehen wir endlich mal auf die Erkundungstour, damit ich euch dieses super mega geile coole Zeug zeige, was ich entdeckt habe. Damit ihr euch auch darauf
einen runterholen könnt. So. Point Lag. Erinnert sich noch? Ich glaube, das war aus der ersten Folge. Hier waren ja die Gleise. Zack. Bam. Zack. Bam. Zack. Spinnweben. Fackel. Okidoki, Leute. Und ich glaube, das ist schon die Stelle. Ich habe keine Ahnung, ob ich da runterspringen kann. Aber ich habe doch diese Stiefelchen, ne? Ja. Passt. Und wie ihr seht, ändert sich schon der Hintergrund. Und auch die Musik. Und hier haben wir auch schon neues Material. Es ist sowas wie Gravel. Heißt aber Silt. Genau wie die Insel. Und ich nehme mal ein bisschen was davon mit. Man kann ja nicht... Was ist das? Suffocation. Hoppala. So, das sollte erst einmal genügen. Komme ich da überhaupt noch hoch? Jetzt ja. Vielleicht. Wäre es gar nicht so dumm. Wenn ich hier hochklettern könnte. Naja, scheiß drauf. Zack. Wir sind ja hier zum Erkunden und nicht zum Klettern, nicht wahr? Und ich glaube, wir springen jetzt da einfach mal runter. Da sollte schon nichts passieren. Zack. Hoppala, was bist du denn? Ein Skeletten. Ein Totetten. Hier war ich schon. Hier an den platzierten Fackeln und dem Dirt hier unschwerlich erkennen könnt. Und als ich dann hier unten... Was bist denn du? Ein Black Slime. Hier unten all dieses coole Zeug gesehen habe, dachte ich mir, okay. Ohne Aufnahme kann ich hier auf keinen Fall weitermachen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee und ich mache noch was. Autopause on. Damit ich in Pause bin, wenn ich hier im Menü bin. Ah, damit ich in Ruhe einen Schluck Kaffee trinken kann. So, als erstes nehmen wir einfach mal Life Crystal, oder? Hallo? Zack, Life Crystal. 120. Hallo? Hey. Hallo. Ich dachte, ich kann das aus dem Inventar heraus essen. Zack, und schon haben wir mehr Health. Gut. Was war das? Irgendeine Art Grabstein. Ich bin hier nicht verreckelt. Und was bist du? Eine Statue. Und da ist ein Skeleton. Brenn! 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 Die Statue nehmen wir mal mit. Was ist denn das? Eine Rapper-Statue. Oder Raper. So, und dann fällen wir doch nochmal diesen Health-Baum oder Unsterblichkeitsbaum. Amethyst Gemkorn! Amethyst Gemkorn. Und das, hat er auch Holz gedroppt? Nee. Hä? Hat er normales Holz gedroppt? Was haben wir hier? Oh. Hallo. Es kommen ja schon gar nicht so wenig Gegner hier. Meine Fresse, Skeletten. Au. Alter, hat's den gerade weggefotzt. So, meine Fresse, was bist denn du? Mother Slime. Oh, die Mutter war schwanger. Macht nichts, jetzt sind alle tot. Iron. So, erstmal einen Schluck Kaffee. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Scheint nicht so. Cobwebs. Hallo. Was ist? Ja, das war's. Ah, diese schwarzen Schleims. Sieht man kaum. Meine Fresse, lass dich halt töten. So. Oh, hier oben ist ja noch ein bisschen was. Oh, ich vergesse, dass ich ja in Minecraft, in Terraria, nicht auf den Gleisen laufen kann. Ah. Okay. Was haben wir hier? Silber. Und ich sehe, hier haben wir noch ein Metall. Mein innerer Monk sagt... Bau es ab. So, dann fahren wir mal ein bisschen Autoscooter. Zack.
Und hier endet es schon auf der einen Seite. Oha, was ist denn das da? Was ist das hier? Überhaupt? Diamond! Geile Höhle. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Edelsteinen mache. Aber in welcher Welt ist es verkehrt, besitzlich an Edelsteinen zu sein? Moment einmal. Sind all diese Dinge Edelsteine? Und das da oben auch. Diamond, tatsächlich. Leute, das ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Und was ist denn das da eigentlich? Sporebett! So, das soll es jetzt fürs erste Mal genügen an Edelsteinen. Ich. Okay, da muss ich noch kurz runtergraben. Mattblock. Wieso hat denn das hier so krass geleuchtet? Nur wegen dem bisschen der Zinn. Schauen wir mal, was es mit dem Leuchten hier auf sich hat. Mattblock. Okay, tatsächlich. Gehen wir mal da runter. Oha, Leute. Was ist denn das da? Glowing Mushroom. Was der wohl anstellt. Ah, Kaffee. Also Leute, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir was zuerst erkunden sollen. So. Eine Fackel. Und dann springen wir mal da runter. Bam! Bam! Mother Slime, Mother Russia. Zack. Und auch ihre Kinder haben wir getötet. Was sind das für Dinger? Geil. Sieht ein bisschen aus wie eine Boss-Area. Noch mehr Rape. Glowing. Meine Fresse, lass mich doch halt. Kann ich den hier. Kann ich den hier killen? Kann ich. Was? Ich glaube, ich erhalte einfach nur Glowing Mushroom. Schauen wir mal. Killen wir erstmal die kleinen Bastarde hier. So, looten wir mal alles, was geht. Ich höre einen Wurmi. Man kann sogar die Lampen. Hallo? Was haben wir hier? Iron! So. Schauen wir erstmal nach oben, bevor wir nach unten schauen, oder? Ja, wieso nicht? Und zwar machen wir das. Wie machen wir das am besten? Keine Ahnung. Ja, eigentlich wäre es schlauer, wenn ich das Wasser nicht abfließen lasse, oder? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist egal. Da ist ein Salamander. Nice. Na, komm schon. Und wir looten hier einfach mal alles. Nice. Wie so ein kleiner Rasenmäher. Oha. Vielleicht platzieren wir mal eine Fackel zwischendurch. Eisen stabil. Was bist denn du? Ein Spore-Skeletten. So. Au. Ah, ist schon tot. Und hier? Aha! Hallo! Habt ihr das gesehen? Diese scheiß Bad-Statue war das. Die hat die gespawnt. Zack! Inner Tube. Grants the ability to float in water. Okay. Das klingt... Aha. Boah, nee.
Oh, ich hab's doch abgenommen. Oh, nee. Werde ich das jetzt für immer tragen? Gold, ein Glowstick, Healing Potion und Sandcastle-Box. Okay, da komme ich nicht drauf. So. Bombe. Alles mitnehmen, kann ich schaden. Leute. Mein Gott, dieses Biom. Okay. Dieses Biom ist einfach zu geil. Okay, da oben sind noch Cobwebs. Auf die hätte ich schon auch Bock. Und schon haben wir keine Dinger mehr. Kraftieren wir uns mal ein paar neue. Zack. Was kann ich da das machen? Mushroom Workbench. Ich mach mal eine Plattform einfach mal quer so rüber. Gott. Hä? War die Fackel? Red Pressure Plate. Aua. Genau, bleibt da unten. So, hier oben haben wir natürlich noch mehr Erz. So. Boah, dieses Rohstoff abbauen. Ah. War hier nicht irgendwo noch so ein Life Crystal? Vielleicht? Ah, da ist das Life Crystal. So, wie fließt denn das Wasser hier ab? Ist das schlimm? Nö. Ah, es hat nur meine Fackel gekillt. Macht nix. Oh, da unten sind noch ganz viele Cupwebs. Ist es hier irgendwie? Autsch. Was ist das da unten? Ein Haus. Nice. Hui. Können wir da eine Fackel hin platzieren? Da wollte ich sie nicht hinhaben. Okay, jetzt erwische ich sie natürlich nicht mehr. Okay. Nice, da wollte ich sie hinhaben. Was da oben ist, interessiert mich erstmal nicht. Wir holen uns jetzt erstmal noch einen Life-Crystal. Nice. Und was auch immer da drin ist, holen wir uns auch. Und dann essen wir den gleich mal. Hoppala. Ich habe ihn aus Versehen weggeschmissen. So. Guten Appetit. Und jetzt haben wir schon 160 an Health. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Aha. Da haben wir den Abfluss. Lass mir doch das Wasser ablaufen. Wieso denn nicht? Mache ich hier noch auf, weiß ich später. Oh, und ich ersticke, merke ich gerade. Sehr schön, das Wasser läuft langsam ab. Und wir können ja vorher schon mal ins Häusle schauen, oder? Nice. Das Wasser soll mal bitte ein bisschen schneller ablaufen. Es läuft nicht mehr ab. Aha. Da unten ist noch ein Ablauf. Machen wir ihn. Wir müssen ihn nur öffnen. Sehr gut. So. Ich kann ja mal. Ah, ein Skeletten. Wieso? Wieso können die unter Wasser was machen? Ich will mal ausprobieren, was das für einen Unterschied macht, wenn ich das hier trage. Ah ja, ich komme gar nicht unter. Da sind die hier schon praktischer. Okay, da unten scheint ja auch was Cooles zu sein.
Schauen wir mal. Immerhin eine Vase. Und was ist das? Amethysten. Ansonsten... Oh, da ist noch mehr Erzi. Oh, okay. Erkunden wir erstmal das Haus 1. Da ist noch eine Vase. Rekalporschen. Braucht man eh nicht mehr. Hier oben sind noch ein paar Vasen. So. Atmen. Ich nehme einfach mal ein bisschen Wut mit. Kann ich schaden? Wo steht's denn? 9 haben wir erst. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich glaube, ich habe gerade echt viel Zeug eingesammelt. Ah, unter anderem ein Kompass anscheinend. Eine Sternenstatue. Und dann schauen wir endlich mal, was hier drinnen ist. Cloud in der Bottle allows the holder to double jump. Okay, Und das ist schon, ne? Das hier ist das Ungeilste. Dann machen wir das mal weg. Und das da, Danai. Zack. Summons the Eye of Cthulhu. Nice. Like a boss. Dynamite. Dressed Arrow. Flaming Arrow. Healing Potion. Recoil Potion. Und Goldcoin. Ja, und als guter Looter sind wir natürlich dazu verpflichtet, die Chest mitzunehmen. Und dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Was ist denn eigentlich hier so? Gar nichts. So. Gut, dann bauen wir hier noch kurz das Metall ab. Ich mache noch einen kleinen Luftloch. So. Da oben ist noch mehr. Alter, wie viele Fledermäuse sind da bitte schon gespawnt? Ah. Geil. Okay. Was bist du? Du bist Stein. Oh. Nice. So, und was wir jetzt machen? Oha, wartet mal. Was wir jetzt machen ist... Was machen wir denn jetzt? Erst einmal... Mein Inventar ist voll. Soll ich es leeren gehen? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal mein Inventar leeren, aber zuerst erkunden wir einfach noch ein bisschen in die andere Richtung. Oh! Aber ich habe ja gerade eh keinen Platz im Inventar, ne? Aber dafür kann man ja schnell Platz machen irgendwie. Was brauche ich nicht? Ich habe... Wooden... Okay, pass mal auf. Wenn ich das ganze Holz zu Wooden Platforms verarbeite, habe ich noch einen Slot frei. Oh, ich sehe ja wirklich gar nichts. Da ziehen wir mal hier noch eine Fackel. Oh! Hier ist noch ein Knopf. Ich frage mich, was er ausgelöst hätte. Und dann bauen wir noch das Life Crystal ab. Life Crystal! Und dann essen wir es auch gleich mal. Zack, jetzt haben wir 180 schon. Und dann fahren wir mal ein bisschen weiter hier und schauen, was da noch kommt. Den Kameraden will ich überfahren. Zwischendrin eine Fackel platzieren kann ich schaden, oder? Nee. Nice. Da unten haben wir noch eine Statue. Geronimo! Bam! Aua. So. Fackel. Nice, ich bin so ein Tunnelbeleuchter. Hier können wir einen Hintergrund hinmachen. Da haben wir irgendwas Neues. Geil.
Hier scheint sowas wie Sand zu sein. Nice. Geben wir mal ein bisschen Gas vielleicht. Ein Life Crystal. So. Life Crystal. Zack. Oh, der Stein ist da runtergefallen. Naja, scheiß drauf. Halt, 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 Kollege, nicht so schnell. Hier haben wir noch mehr Ohr. Nice. Okay, die Musik hat sich wieder geändert. Ist sehr gruseliger geworden. Aber macht nichts. Wir sind ja mittlerweile schon etwas erfahren in Sachen. Oh. Das ist aber ein bisschen arg dunkel. Ich kann die anscheinend... Ich mache denen nur Damage, wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit habe. Ist ja auch klar irgendwie. Ne? Und hier enden die Gleise. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ein paar Rohstoffe können wir ja uns gönnen, oder? Ich meine, dafür sind wir ja letztlich hier. Um uns schöne Dinge zu gönnen. Nice. Und das da ist Sand da drüber alles. Was bist du? Silber. Ach, ich mag eigentlich alle Ohrs. Ja, da will ich jetzt nicht reinschauen. Dass die einen auch immer verfolgen müssen. Ihr Stalker. Jetzt platziere halt eine Fackel, du Dummdödel. Silber. Nice. Was tropft denn da runter? Da, seht ihr das? Moment einmal. Ist das dann eine Art Honiggebiet? Es gibt ja auch irgendwie Bienen hier oder sowas. Und Honigblöcke. So. Das bedeutet, dass ich einen großen habe. So. Da unten will ich jetzt... Sollen wir einen kleinen Blick riskieren? Also erst riskieren wir, hier das Platin abzubauen. Und ja, dann hüpfen wir mal einfach runter und schauen einfach, was da so los ist, oder? Vor allem, ich habe jetzt den Doppelsprung. Das heißt, ich kann einfach immer, bevor ich aufkomme, hüpfen. Oh, ich habe gerade gefurzt. Und dann kriege ich keinen Schaden. Ja, aber hier unten scheint ja eigentlich ein Scheißdreck zu sein. Ah. Ah. Okay, wir kommen hier nicht so einfach rauf. Okay, Moment. Nice. Okay, da oben ist ein Loch. Mit einer Vase. Da schauen wir doch gleich mal kurz rein. Schuriken waren in der Vase. Und hier oben haben wir noch irgendein Metall. Wenn wir schon mal hier sind. Was bist du? Iron. Iron ist wie... was reimt sich denn auf Iron? So. Was bist denn du eigentlich? Orange. Ach, ich kann es nicht nehmen. Weil ich keinen Platz im Inventar habe. Masch. Was brauchen wir denn nicht? Ich habe einen Death Meter. Geil. Dirt. Orange Bloodroot. Can be placed. Used to make Orange die. Oh, ich dachte, irgendwie ist ja was viel geileres. Schön Wurm. Ich höre ihn. Machen wir mal hier hin. Ah, da unten ist eine Höhle. Aber ich will jetzt da nicht runterschauen. Meine Erkundungsnerven haben langsam Silber sind langsam überreizt.
So, und haben wir hier noch was? Ein bisschen Platin. Iron. Wäre auch nicht verkehrt. Oha, was ist denn das hier? Das hier ist ja alles Metall. Iron. Wenn wir wieder oben angekommen sind, können wir uns safe eine Silberrüstung oder Platinrüstung machen. Und dann sind wir sogar noch stärker, als wir ohnehin schon sind. So. Bau halt eine Fackel hin, du Mungo. Und da drüben haben wir noch mehr. Oha! Eine kleine Fee. Listen! Wo müssen wir lang? Dann unter. Nice. Ja, warte, Fee, ich komme sofort. Fee, eine Sekunde. Tot. Du bist tot. Nice. 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 Nice, nice, nice. Dann graben wir uns mal da runter. So. Zack. Und jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr im Inventar. Ich werde mal die hier wegschmeißen kurz. Kann ich die nicht? Und jetzt fressen wir das Herz. Zack, jetzt kann ich die hier wieder nehmen. So, hier ist sonst nichts mehr. Also. Da oben war, glaube ich, sonst nichts mehr, oder? Ah ja, hier. Ich bin 566 Grad oder Meter oder was das sein soll. Underground. Sinn. Dann schauen wir mal, was da unten so ist, oder? Oh, da drüben ist ganz viel Sinn. Und da oben kommt auch schon Schleim erst runtergefallen. Hm. Ja, darüber komme ich jetzt eigentlich nur mit Platforms. Was habe ich gerade gegessen? Hm, Heiltrank. So. Ah. So. Hier ist eine Falle und da oben ist schon der Boulder. Und wenn ich die drücke, sterbe ich. Tja, und jetzt habe ich die Falle entschärft. Aber bewacht die Falle auch irgendwas? So. Da unten geht's dann weiter. Ja, auf das Zinn da oben werde ich jetzt mal verzichten. Oder nicht? Ah. Eisen. Ja, wisst ihr was? Hier ist echt noch viel Zeug zu holen und so langsam habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr auf meinen. Hui! Wir sind zurück. Und als erstes machen wir mal den hier. Quickstack. Nice, schon ist unser Menü quasi leer. Golden Chest habe ich. Soll ich die platzieren? Aber brauche ich gerade nicht. ABCDFG. Kommt dann nein. Was haben wir hier? Dynamit. Dynamit kommt unter D. I. Suspicious kommt unter S. Quick kommt unter Q. Die Sternenstarte stelle ich auf. Loom. Loom habe ich ja eigentlich schon. Tun wir den mal da rein. Was bist du? Ein Saphir. Unter S. Red Pleasure Play kommt auch hier hin. Spiked Death Meter behalte ich erst einmal. Mushroom Gras. So, alles schön verräumt. Das meiste zumindest. Und dann fragen wir mal hier den kleinen Hurensohn. Kann ich damit was craften? Orange Dye. Ja, schön. Damit kann ich was craften. Ein GPS. Dazu brauche ich eine Goldwatch, ein Depth Meter und einen Kompass. Und das sagt mir wahrscheinlich dann alles an Uhrzeit. Okay. Gut. Was kann ich damit machen? Mushroom Torch. Mushroom Campfire natürlich. Restoration Potion. Was braucht der? Mushroom. Glowing Mushroom. Pink Gel. Oh, nice. Das ist ja fast besser als der Healing, oder? Zwei Lesser und ein Glowing. Hm. Aus zwei Lesser und einem Glowing Mushroom mache ich einen starken. Das ist ja gut. Habe ich. Ich habe ja noch Kaffee. Hm. Gut. Mana Potion.
Shine Potion, emits an aura of light. Nice. Mushroom Plattform kann ich machen. Mushroom Wall. Beam. Bad Hub. Canvelbra. Nice. Süß. Okidoki. Wir können ja hier echt viel aus den Mushrooms machen. Und sogar Shroomit Bar. Okidoki. Dann das erste, was wir machen, ist. Wir machen aus denen hier normale Potions. So. Was hielt denn der? 100. Und der macht nur. Ja, lohnt sich. Zack. Healing Potion. So, dann checken wir noch die Mushroom Torch ab. Ja, die macht so blaues Licht. Schön. So, jetzt sieht das Ganze hier ein bisschen geheimnisvoller aus und wir haben auch mal die Mushroom Torch benutzt. Dann haben wir die ganzen Statuen auch mal aufgestellt. Und... Ah, ich habe wieder gefurzt. Ah. Dann schauen wir noch mal, was wir alles hier an Metallen machen können. Zinn. Eine Unmenge an Zinn. Silber. Eine Unmenge an Silber. Platin. Ja, eine eher beschauliche Menge Platin. Habe ich Lead? Ah ja, tatsächlich. Und was haben wir hier noch? Eisen kann ich noch machen. Nice. Krass. Nice. So. Und dann schauen wir mal am Amboss, was wir jetzt damit Schönes machen können. Das Silber. Okay. Platinrüstung sind wir anscheinend noch weit entfernt. So, Leute, wisst ihr was? Ich muss kacken. Deswegen machen wir jetzt schon mal Schluss. Und wir basteln uns die Rüstung einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet beim Schauen genauso viel Spaß wie ich beim Erstellen der Folge. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.